Es ist Dienstag, der 24. Oktober. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker, der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Nach Scholz und Biden besucht auch Macron Israel. Die EU will die Windenergie stärker fördern. Und Britney Spears veröffentlicht ihre Autobiografie. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein Ziel der Hamas in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen angegriffen. Der Angriff habe einem Stützpunkt der Hamas in einem Lager an der Mittelmeerküste gegolten, heißt es weiter. Zum ersten Mal seit fast 5 Jahren schickt China wieder einen ranghohen Regierungsvertreter in die US-Hauptstadt. Der Besuch von Außenminister Wang könnte zur Vorbereitung eines beiden Xi-Gipfels dienen. Und ein Cyber-Experte, der kurzzeitig für den US-Geheimdienst NSA gearbeitet hat, hat sich der versuchten Spionage für Russland schuldig bekannt. Beim Versuch, streng geheime Dokumente der USA an Russland zu verkaufen, war er an einen verdeckten Ermittler des FBI geraten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Nach Scholz und Biden reist jetzt auch Frankreichs Staatschef Macron nach Israel. Bei seinem Besuch in Tel Aviv will Macron auch die Gründung eines Palästinenserstaates ansprechen. Sein Besuch zielt darauf ab, Solidarität mit Israel zu zeigen und gleichzeitig auch sehr klare Verpflichtungen gegen terroristische Gruppen einzugehen. Darüber hinaus solle auch eine politische Perspektive eröffnet werden, heißt es aus dem Élysée-Palast. Außenministerin Annalena Baerbock, die letzte Woche gleich zweimal nach Israel gereist war, nimmt heute an einer Debatte des UN-Sicherheitsrates teil. Im Vorfeld hatten einige EU-Kollegen nach einer humanitären Feuerpause für den Gazastreifen gefordert. Dieser Forderung hat sich Baerbock nicht angeschlossen. Für uns als Europäerinnen und Europäer ist klar, es wird nur Frieden und Sicherheit im Nahost geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Beim Treffen der Vereinten Nationen in New York soll es darum gehen, wie man einen Flächenbrand verhindern könne. Außerdem setze man sich dafür ein, einen Weg zu finden, ein Gaza jenseits der Hamas zu denken, so Baerbock weiter. Für die Europäische Union, für die Bundesrepublik Deutschland ist klar, Israelis und Palästinenser können auf Dauer nur in Frieden und in Sicherheit leben, frei von Terrorismus und frei von menschlichem Leid mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Sofern das in diesen Tagen auch scheinen mag, so wichtig ist es schon jetzt, sich darüber Gedanken zu machen, damit wir in den Morgen kommen. Die EU-Kommission will die Windkraft in Europa weiter vorantreiben. Heute legt Ursula von der Leyen den entsprechenden Aktionsplan dazu vor. Im Detail plant die EU eine stärkere finanzielle Unterstützung für die Windenergiebranche. Außerdem sollen auch Subventionen bei Importen in diesem Sektor geprüft werden. Ziel ist es, den einheimischen Herstellern einen leichteren Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Generell will die Kommission außerdem in Zukunft enger mit der Industrie und den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Unter anderem sollen die Auktionssysteme in der EU verbessert und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Darüber hinaus wolle sich die Behörde auf Kompetenzen, den Zugang zu Finanzmitteln und stabile Lieferketten konzentrieren. Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in 10 Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Sarah Wagenknecht verlässt die Linke und gründet ihre eigene Partei. Gestern hat sie in Berlin ihre neue Partei vorgestellt, die Anfang 2024 offiziell gegründet werden soll. Dabei hat es sich Wagenknecht nicht nehmen lassen, gegen die aktuelle Regierung zu wettern. So hat sie unter anderem die Sanktionen des Westens gegen Russland, die deutsche Außenpolitik des erhobenen Zeigefingers und den blinden, planlosen Ökoaktivismus kritisiert. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen
oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Gehen wird Wagenknecht übrigens nicht allein. Mit ihr wollen gleich 9 weitere Bundestagsabgeordnete die Linkspartei verlassen. Unter ihnen auch die bisherige Co-Fraktionsvorsitzende Mohammed Ali. Für die Linkspartei hat das alles ziemlich fatale Folgen. Sollten nämlich auch nur 2 Leute gehen, dann verliert die Partei ihren Status als Fraktion, was wiederum erhebliche rechtliche und finanzielle Nachteile nach sich zieht. Die Fraktion selbst hat sich mit dieser Entwicklung aber offenbar bereits abgefunden. Für die 108 Mitarbeiter der Fraktion werden schon Sozialpläne entwickelt. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist trotzdem nicht gerade glücklich darüber und nannte den geplanten Austritt der Abgeordneten unverantwortlich und inakzeptabel. Die Parteiführung forderte diese zudem auf, ihre durch die Linke errungenen Mandate niederzulegen. Linken-Chefin Janine Wissler wiederum kündigte an, dass die Partei so schnell wie möglich eine Mitgliederoffensive starten werde, um sich grundlegend zu erneuern. Ab heute beraten Fachleute über die zentrale Grundlage für die abschließenden Beratungen zum Haushalt 2024. 3 Tage lang diskutieren die Experten aus den Ministerien von Bund und Ländern, von Deutscher Bundesbank, Statistischem Bundesamt, Sachverständigenrat und Kommunen die mögliche Entwicklung einer jeden Steuer und die Aufteilung auf die verschiedenen staatlichen Ebenen. Für den Bund geht es darum herauszufinden, ob der zuständige Bundestagsausschuss weitere Sparbeschlüsse fassen muss oder ob er Spielraum für Zugaben in die eine oder eben in die andere Richtung sieht. Das Ergebnis der Steuerschätzung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören zum einen die Steueränderungen seit der jüngsten Prognose und zum anderen ist die sogenannte Schätzabweichung von Bedeutung. Hier spielen wiederum veränderte Konjunkturerwartungen eine Rolle, aber auch die jüngste Entwicklung des Steueraufkommens. Am Donnerstag muss dann alles stehen, dann nämlich wird Finanzminister Lindner das Ergebnis der Steuerschätzung präsentieren. Das Fußballnationalteam der Frauen kämpft aktuell um die Olympia-Quali, wenn da nicht die Posse um Trainerin Vos Tecklenburg ziemlich viel Unruhe reinbringen würde. Die Bundestrainerin, die aktuell eine Pause einlegt, hatte zuletzt 2 Vorträge gehalten und das, obwohl sie eigentlich seit Anfang September krankgeschrieben war. Diese Krankschreibung sei nun beendet, allerdings habe sie seit 14 Tagen Erholungsurlaub, der vom DFB genehmigt wurde, erklärte die Bundestrainerin der Deutschen Presseagentur. Zu ihrem Gesundheitszustand hat sie sich aber trotzdem nicht geäußert und der DFB hat jetzt erklärt, dass er die Auftritte von Vos Tecklenburg zur Kenntnis genommen habe. Ob sie als Trainerin des Nationalteams zurückkehren wird, ist allerdings noch nicht geklärt, gilt aber eher als unwahrscheinlich. Am Freitag und kommenden Dienstag spielt das deutsche Team gegen Wales und Island um die Quali für die Olympischen Spiele in Paris. Als Interimstrainer wird Horst Hubesch an der Seitenlinie stehen. Heute bekommt die Mannschaft aber noch hohen Besuch, und zwar von Bundeskanzler Olaf Scholz. Britney Spears gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Heute erscheint ihre mit Spannung erwartete Autobiografie The Woman in Me. An diesem Buch habe ich mit viel Liebe und mit all den Emotionen, die dazugehören, gearbeitet, wurde die 41-jährige Sängerin vorab schon zitiert. Alles noch einmal zu durchleben, sei aufregend, herzzerreißend und emotional gewesen. In einem Vorabdruck, der im People-Magazin veröffentlicht wurde, hatte der Popstar bereits angegeben, als 19-Jährige von Justin Timberlake schwanger gewesen zu sein und abgetrieben zu haben. Außerdem berichtet Spears in ihrem Buch von einer Affäre, während sie mit dem Sänger zusammen war. Neben Timberlake sollen die Veröffentlichungen auch für andere Personen ziemlich unangenehm werden, darunter Britney Spears Eltern sowie für den Schauspieler Colin Farrell. Britney Spears wurde 1998 mit dem Hit Baby One More Time weltberühmt. Insgesamt verkaufte sie mehr als 100 Millionen Tonträger und hielt sich über 435 Wochen in den deutschen Singlecharts. 2008 hatte ihr Vater Jamie die Vormundschaft von Spears übernommen, nachdem diese wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. 2021 wurde sie nach 13 Jahren aus der Vormundschaft wieder entlassen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter.
mit doppelter Schallgeschwindigkeit, also 2045 Kilometern in der Stunde, über den Atlantik fliegen. Das konnten gut betuchte Passagiere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Concorde. Heute, vor 20 Jahren, ist die Concorde zum letzten Mal planmäßig von New York nach London geflogen. Pläne für einen Nachfolger des legendären Überschallflugzeugs gibt es schon lange. Sowohl die NASA als auch das US-Projekt Boom arbeiten bereits an einem modernen Überschallflugzeug. Einen genauen Zeitplan gibt es aber noch nicht. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Und das war's auch schon von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.